Hallo, ihr Quirlinge! Merit ist auf dem... Moment mal. So, erstmal den Kaugummi rausnehmen. Hallo, ihr Quirlinge! Merit ist auf dem uralten Plateau unterwegs. Und das wird eine queere Episode, ich merke das schon. Also, uraltes Plateau und wir wollen mit ihm hier unten in diese Ecke laufen. Da ist nämlich noch was zu erkunden. Das ist so die letzte, der letzte Winkel der Karte, den wir noch nicht abgelaufen sind. Und da vermute ich doch hier oder irgendwo in so einer Sackgasse da unten noch den Abstieg in einen dieser kleinen Nebendungeons. Die großen Dungeons haben wir alle. Da fehlt jetzt nur noch das verlassene Forschungslabor. Dort brauchen wir vier Edelsteinschlüssel und die haben wir alle schon. Zwar nicht dabei, aber wir werden nach der Episode, die uns da in den Südwesten des Plateaus führt, dann sowieso noch einmal nach Harmattan zurückkehren. Ja. Soweit der Plan. Achso, die Tour. Ah ja, ja, das ist in der Sackgasse richtig. Da will ich mal andere Wege gehen und dann das. Ja, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, werden wir die Episode unten im südwestlichen Quadranten des uralten Plateaus verbringen. Dort nach dem Rechten schauen, etwaige Gefahren für die Bewohner von Harmattan ausmerzen. Und dann müssen wir noch in den Turmalin suchen. Wir brauchen 5 Turmaline, wir haben 4, meine ich. Ja, 4. Wir brauchen 5 Turmaline für diesen einen Schrein. Ach so, und apropos, das komische Skelett in der Wendigo-Höhle. Waren wir da in der letzten Episode? Ich habe mal nachgeschaut. Kann es sein, dass uns das Skelett was beigebracht hat? Hier, da. Kältefluch, das haben wir vom Skelett bekommen. Löst bei Berührung Kältehauch aus. Wie wende ich denn das an? Warte mal, das packen wir mal hier auf die Leiste. So Schildschlag, so einen Scheiß mache ich gerade sowieso nicht. Hier F, das nehmen wir mal weg. Hier. Ne, das ist das Falsche. Da. Kann ich das im Kampf benutzen? Was geht das? Wie geht das? Bin mir unsicher, was das soll. Wenn ich dran denke, werde ich es mal im Nahkampf gegen einen Napfsülzen-Gegner anwenden und schauen, wie der so drauf reagiert. Löst bei Berührung Kältehauch aus. Ja, aber Merit ja offensichtlich nicht. Ich werde mich ja nicht selber debuffen. Unten links erscheint ja auch nichts. Es ist auch kein Buff, den ich selber mir austeile. Muss man das in der richtigen Sekunde machen, bevor man einen Gegner berührt im Kampf? Oder muss man dem Gegner nahestehen, dass dann was anderes passiert, als das, was wir gerade gesehen haben? Fragen über Fragen. Und ich laufe irgendwie auf den falschen Quadranten zu. Kann das sein? Ja, kann sein. Wir sind jetzt nämlich da im verschlossenen Lagerhaus hier irgendwo und wir müssen am Wachturm vorbei über die Brücke. Aber das ist gar nicht so verkehrt. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Hier, dieser Baumstumpf war mir bei der Beschleunigung letztens schon aufgefallen. Der ist doch leer, ja, genau. Weil er mir vorher auch schon mal aufgefallen war. Der Kanal heißt nicht umsonst Quirplay. Wie findet ihr das Let's Play so bisher hier von diesem DLC? Ist es für euch unterhaltsam? Lehrreich? Abschreckend? Vielleicht genesungsfördernd? Oder verdauungsfördernd? Gar abführend? Es ist ja bald vorbei. Noch 2, 3 Episoden, denke ich. Wir müssen irgendwann mal übrigens noch uns einer Verzauberung widmen. Ich habe das schon mal in der Theorie getan. In der Theorie habe ich verstanden, was ich machen muss. Uns fehlen noch ein paar Sachen, die wir brauchen, um eine Verzauberung zu machen.
Die können wir uns aber in Harmattan kaufen. Das Problem ist nur, dass die Verzauberungsspruchrollen, die wir so finden, dass die nur für gewisse Ausrüstungsgegenstände taugen. Und zwar nicht nach dem Motto, ich bin eine Verzauberung für Stiefel, sondern ich bin eine Verzauberung für diese und jene speziellen Stiefel. Und wenn man andere spezielle Stiefel hat, dann kann man diese Verzauberung eben nicht benutzen. Das heißt, wenn ich mit meinem Gear, meiner Ausrüstung zufrieden bin, so wie Merit sie jetzt bei sich trägt und auch immer noch unverändert bei sich trägt, weil wir nichts Besseres gefunden haben, wenn ich also damit zufrieden bin, und ja, das bin ich, dann muss ich erstmal meinen Riesenberg an Verzauberungsspruchrollen aussortieren und gucken, ob wir überhaupt irgendwas dabei haben für die Sachen, die wir bei uns tragen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist nicht viel, wenn überhaupt. Denn die Zar-Rüstungsgeschichten, Zar-Helm, Zar-Schwert und Zar-Schild, lassen sich nicht verzaubern mit speziellen Geschichten, von wegen, das ist eine Verzauberung, die nur für Zar-Gegenstände gilt. Sowas gibt's nicht. Das heißt, wir könnten höchstens Verzauberungen finden, die heißen, ich tauge für jeden Helm, ich tauge für jedes Schild, ich tauge für jedes Schwert. Davon gibt es welche, aber sehr wenige. Und das muss ich dann einmal vorher sortieren. Das mache ich deswegen am Ende in der letzten Episode dieses DLCs. Dann gucke ich mal off-cam in meinem Trüchen in Harmattan, was wir alles so haben, und sortiere mal, was davon ich überhaupt anwenden kann auf mein Gear. Und dann versuchen wir das mal. So. Jetzt aber einmal einen Schluck für die verbrannte Ausdauer, dann eine Stulle für die Ausdauerregeneration. Ich könnte jetzt was brauchen, was mir Mana regeneriert. Aber so Turmip und so, das war gestern, ne? Das habe ich alles zu Hause gelassen. Das war schlau. Ausdauer, physischer Schaden. Hier, nehmen wir doch das. Das macht Mana. Sehr gut. Okay. Das sind Blutbestien. Wir haben doch bestimmt irgendwie, ja, aber macht Gift drauf. Ah, Meuchler-Elixier. Komm hier, wir haben es doch. Du trinkst das Meuchel-Elixier und dann ist deine Waffe vergiftet. Merit, wie geht das? Leckst du sie danach ab oder wie? Übergibst du dich auf deine Waffe? Oh. Infektion, ich fasse es nicht. Wie schön, dass ihr auch infiziert seid. Machen wir aber echt zu schaffen hier, die Brüder im Geiste. Und nein, ich habe zwischendurch versucht, F zu drücken. Bringt nichts. Ich habe eine schwere Blutung. Also Merit, ich nicht. Mir geht's gut. Komm hier, Wadenwickel. Ist dein Blut wirklich so lila? Das macht mir echt Angst, Merit, weißt du? Und wir haben eine Infektion. Was hilft gegen Infektionen? Erkältung. Ah, hier, Heilinfektion. Jawoll! Läuft! Ja, der Kampf war ziemlich verstolpert. Ich habe zwischendrin versucht, F zu drücken. Aber das ging nicht. Da stand dann, das da kannst du jetzt nicht tun. Das ist kein Kampfzauber. Was ist das für ein Zauber? Wie geht das? Ja, ist ja gut. Merit, erzähl mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich das anwende. Und weil ich keine Ahnung habe, pausiere ich mal kurz das Spiel und schau mal kurz im Netz, wie das gehen soll. Okay, eine etwa zweiminütige Recherche in den endlosen Tiefen des Internets bringt mich zu der Ansicht, dass ich immer noch nicht weiß, wie man das benutzt, aber ich habe den Verdacht, dass es ein Skill ist, den ich als Paladin, als Nahkämpfer, der ich hier ja bin, dass ich den da überhaupt nicht benutzen kann. Das scheint irgendwas für Mönchsklasse, Magier, Schamanenartige Charakterbild zu sein. Kann das jemand bestätigen oder widerlegen? Ich glaube im Moment, dass dieses Berührungszeug für mich nicht funktioniert. Punkt. Insofern, da ich das jetzt im Moment glaube, sollte ich das auch nicht mehr in meiner Stellleiste haben, sondern
Da packen wir was anderes drauf. Machen wir den da. Wobei, wieso ist der grau? Ach, der braucht irgend so einen Segen als... als Voraussetzung, richtig? Ach, benötigt Speer. Ja, das ist schlau gewesen, das hier zu benutzen. Das machen wir gleich wieder weg. Dann machen wir... ja, dann mach halt doch wieder hier irgendwas hin. Ist jetzt auch egal. Ich will ja hier eigentlich die Umgebung erkunden. So, wir sind jetzt über die Brücke hier unten gelaufen. Wir sind jetzt hier irgendwo oder da. Hier ist irgendwo ein Strand. Da könnte man nochmal nach dem Rechten schauen. Und dann gehe ich tatsächlich über die Festung. Also ich laufe jetzt hier lang, biege dann nach rechts ab auf den Berg hoch. Und in der Umgebung der Festung, da werde ich mich dann in diesen komischen, ja, auf diesen Bergpass begeben. In diese Klamm. Mein Rücken ist gut gedeckt durch die Wachleute von Harmatan. Und oben zur Festung komme ich über eine Rampe, die hier vorne erst anfängt. Stimmt's oder hab ich recht? Wie üblich beides. Hier oben waren wir schon mal. Da sollte eigentlich nichts auf... Achso. Oh. Scheiße. Auch diesen Haufen habe ich nicht mehr parat und präsent gehabt. Ach, Merit, du tust mir jetzt schon leid. Da kommt ja was dazu. Kann der Soroboreaner mal in der Nähe sein, hier mit seinem komischen Hirschkarren? Ich sammle hier gar nichts. Ich guck nur in Vorratsverstecke, Truhen und hohle Baumstümpfe. Ansonsten sammle ich ja nichts auf. Na gut, von Leichen noch. Ja, das stimmt. Ah ja, da vorne ist dieser Altar, richtig. Der ist ja auf dem Burggelände. Was willst du mir sagen? Und wieso ist eigentlich schon wieder dieser... Harmatan Schlafbuff weg, hä? Huh? Oh. Blutbestie oder sowas ähnliches und irgendein Kazite, der mir sein Vieh auf den Hals hetzen will, während er selbst glaubt, mich besonders gut attackieren zu dürfen. Wir nehmen wieder Gift, weil wir davon gerade sehr viel haben. Ich hätte gerne eine Stulle. Das. Das. Und dann geht das hoffentlich. Das ist dumm von dir, mich anzugreifen, während zwischen dir und deinem Herrn ein Felsen ist, sodass er mich im Nahkampf nicht attackieren kann. Aber dumme Gegner sind mir am liebsten, wobei sie einen natürlich auch nicht reifen lassen. Guck, guck. Ne? Arschloch. Ja, den Rest erledige ich das Gift. Davon ist mein Haufen. Hier ist er. Da ist der Altar. Ist da noch jemand drauf? Drunter. Daneben. Drüber. Drinter. Nein. Dann plündern wir die Ecke kurz und dann ja, gehen wir im Dunkeln in Richtung dieser Klamm. Das ist auch toll. Oh je, das ist wieder alles schwer. Was bist du für einer?
Veteran der Wolfsband. Oh, du bist einer von den Wächtern hier. Gar nicht gut. Beutel über... Wieso Beutel? Ich hab... Ach so, hier, ja, die ganzen komischen Verbände, das sind alles viel zu viele. Hier, blutige Bestie, die hat einen Dunkelstein dabei und er hier Gegengift. Ich habe ausgerechnet den mit Gift angegriffen, der Gegengift dabei hat. Das war auch Schicksal, ha? Da hinten habe ich ja nichts gesehen. Also können wir gehen. Ich werfe so ein bisschen Kram auf meinen existierenden Haufen hier dazu. Tue sowas, hätte ich ihn niemals vergessen. Und suche mir dann meinen Weg ins Gebirge. Bogen kann hier bleiben. Zähne oder Knochen vielmehr. Stechblatt. Fleisch. Bozu Milch. Dunkler Stein. Kürbis. Ja, das ist gut. So, wie komme ich hier jetzt weiter? Mach mal Licht an. Ah ja, da sind Schienen. Kurzer Check. Wir sind jetzt oben hier im Burggelände gewesen. Das ist der Altar. Dann haben wir hier ja alles gesehen. Wir müssen wirklich hinter der Burg irgendwie da rein und wir müssen unter einer Rohrleitung durch und mehr oder weniger auch unter einem, unter einem Runenzug und dann ein bisschen am Runenzug lang, also an diesen Runenzugschienen. An diesen Leihlinien oder Leihlinien-Schienen, wie auch immer man das interpretieren möchte. Und die da haben rote Schwerter. Das sind dann wohl unangenehmere Zeitgenossen. Also. Wir nehmen das, was wir am meisten haben. Das wäre gerade das da. Das da. Wasser. Stulle. Ah, die habe ich ja schon. Richtig. Nee, jetzt ist es weg. Nimm. Und nimm das da, wegen Heilung. Und dann hauen wir die um. Zaubern. Nutzt ihnen noch nichts. Ihre komischen Chakrams, die halten sie wie ein Ober ein Tablett, statt sie einzusetzen gegen mich. Als Anfänger. Ja, Kassettenchakram, das hat ja echt toll gewirkt. Oh, Blutzauberer. Aha. Blutzauberer ist auch irgendwie was Neues. Stimmt's? Eisenader? Turmalin? Nein. Aber wenn hier schon eine Eisenader ist, habe ich Hoffnung, dass wir hinten uns noch mehr... Oh ja, hier. Komm, hier finden wir jetzt den fünften Turmalin. Das muss so sein. Ja! Treffer und versenkt. Ich muss den nicht extra irgendwo farmen. Hier ist ja gar nichts weiter. Es geht doch hier weiter, oder nicht? Da oben ist eine Laterne. Wie? Also wie? Turmalin Nummer 6, das ist schön. Jetzt einfach ganz doofe. Laut Karte geht's da weiter. Da, wo der Mond ist, da müssen wir durch. Da ist eine Laterne, da ist ein Weg. Das heißt, es muss einen Weg auf die See ganzen verschiedenen Stufen hier geben. Naja, hier noch nicht gerade. Ja, auch nicht. Merit, hast du eine Idee, wie das gehen soll? Okay, hier komme ich hoch.
Hier auch. Es ist ja viel zu hoch hier. Es ist ja mehr als mannshoch. Ja, hier ist definitiv Ende im Gelände. Ich müsste woanders noch höher steigen können. Oder wir nehmen dann halt diesen kleinen Schleichweg, der zum Strand führt. Eine bessere Variante sehe ich ja gerade nicht. Nö, ich kann mich hier nicht in Serpentinen ausgedehnter Art hochmogeln. Das geht nicht. War hier was? Ah ja, die kriege ich bären richtig. Nö, also hier ist nichts zu finden, dass wenn ich jetzt hier auf dieser Stufe wäre, kommt man da hoch? Vielleicht. Nee, das ist zu hoch. Dann ist das ja vielleicht nur ein Rückweg. In anderen Worten, wir sind jetzt hier. Ich muss jetzt den ganzen Weg um die Festung wieder rumlaufen, hier am Strand zurück. Und dann da irgendwo. Da ist dann nochmal so ein Pfad. Und der führt mich dann hoffentlich hier oben in diese Klamm rein. Mal kurz Tempo. Okay, hier muss es sein. Oh, na gut, dann ist es halt verdorben. Ich schütze mich jetzt nicht dagegen. Das ist echt eine tolle Gegend hier für eine Höhle. Wenn hier denn eine ist. Ich bin jetzt hier an diesem Abzweig. Das sieht nach einem betretbaren Gebäude aus. Aber nur ein Reisevorrat. Verzauberung innere Kälte haben wir schon mal gefunden. Den Rest lasse ich brutal liegen. Die Alpenpilze auch. Ah, ne, wegen Käfern. Käfern sind immer noch ein bisschen Mangelware. Ah, siehe da. Okay. Ach komm, das ist alleine, das Ding. Ey, warte mal. Wieso? Warte mal.
Ich schwöre euch, ich drücke gerade die rechte Maustaste. Ich kann nicht blocken. Warum kann ich nicht blocken? Merit? Ich kann nicht blocken. Rechte Maustaste blocken geht nicht. Okay. Dann also Vorwärtsstrategie. Keine Ahnung, ob ich gerade nicht blocken kann. Leere Mausbatterie ist nichts, weil sonst könnte ich nicht steuern. Das ist ja obskur. Schnell die Blutung heilen mit einem Lappen hier. Merit, was war denn das? Ich Blocken ist doch rechte Maus. Das will geben das nicht. Fragt mich nicht. Kann ich mehr blocken. Das macht jetzt die Episode nicht besonders einfach. Weil blocken ist halt schon so ein Hauptskill von mir. Aber ich gehe damit um. Blocken ist das für Anfänger, Merit. Wo sind wir hier? Da hinten ist noch ein komm, der fällt mir sonst in den Rücken. Der weiß mit seinem Schakram umzugehen. Immerhin. Aber Merit ist einfach zu brutal. Zu brutal. Nimm das. Einen Verband nochmal. Wegen Heilung. Diesen Tee wegen verbranntem Leben. Diesen Tee wegen verbrannter Ausdauer. So. Was ist das hier für ein Ding? Oh, ein Toter. Käsekuchen. Hat ein Käsekuchenrezept dabei. Ich gehe auf Survival-Tour in den Dschungel und nehme mit ein paar Stiefel, ein paar gegrillte Aale und ein Rezept für Käsekuchen. Ja, man weiß ja nie, wann man nicht einen Käsekuchen backen kann und backen will. Oh, hier ist aber was. Hier geht's doch garantiert rein. Hm? Blutmagier-Versteck. Ah, guck mal, hier kann ich wieder blocken. Weil jetzt das Spiel geladen wurde und Merit ist in eine andere Instanz versetzt worden. Jetzt geht's wieder. Das habe ich die ganze Zeit gemacht, da ging's nicht. Das war irgendwie bakuös. Da hinten erspähe ich zwei Blutbestien und da war noch ein Humanoider. Rechts ist ein Humanoider auf dem Gang. Links sind Käfige. Ja, das sind die gleichen Gegner, die wir draußen auch haben. Das ist jetzt erstmal alles nicht schlimm. Wir sollten uns trotzdem ein bisschen vorbereiten. Das für die Heilung. Achso, Heilung ist gerade echt ein Thema. Dann das hier für die Wucht. Das für die Ausdauer. Und ich kämpfe mal mit Feuer. Weg. Fähigkeit, Disziplinsegen. Zorntrank. So. Und jetzt bitte nicht alle auf einmal. Ich kann wieder blocken. Das sind für mich jetzt erleichterte Bedingungen. Ja.
Nummer 1. Oh, hier ist auch einer. Aber seine Haustiere sind gerade nicht da. Kommen aber. Egal, okay. Ja, wenn ihr alle euch so hinstellt, dass ich euch mit einem Streich beide treffe, dann umso besser. Da ist jetzt keiner mehr, nee. Hier ist Gerümpel. Wenn auf der anderen Seite keiner ist, dann haben wir sie alle. Aber ich glaube, der wäre schon getriggert worden. Ja, okay. Wir haben sie alle. Jetzt in Ruhe hier alle Geschenke auswickeln, wie unter dem Weihnachtsbaum. Die Laterne ist hier gut aufgehoben. Die spendet ein bisschen Licht in der Umgebung. Oh, guck mal hier, das ist ja rotes Wasser. Es ist kein Blut, dafür ist es zu transparent. Außerdem gerinnt es nicht. Das ist rotes Wasser, ganz sicherlich. Rotalgen und so ein Kram wächst da vielleicht. Leichnam Plünderer, der hat gar Bärenmarmelade dabei. Der hätte sich mal dem treffen sollen, der das Käsekuchenrezept hat. Und ich habe schon den Altar gesehen. Keine Bange. Garbärenwein. Das ist schöner Loot hier. Wobei die Holzsplitter und das Tierhautzeug, das lasse ich brutal liegen. Hier, was lesen. Alte Notiz. Hurra! Ich habe durch die Blutmagie das Geheimnis der Unsterblichkeit entdeckt. Endlich kann ich am Leben bleiben, ohne meine Menschlichkeit zu opfern. Ich werde diese Gabe mit meinen Lehrlingen teilen, um mir ihre bedingungslose Treue zu sichern. Wieso liegt hier ein Frauenoberkörper samt Kopf und Armen? Wenn das mit der Blutmagie so eine saubere Sache ist. Nächstes Buch. Doch es gibt ein Problem. Aha. Je länger ich lebe, desto größer wird die Verderbnis in mir. Zum Glück bringen mir meine Diener das nötige Blut, um sie in Schach zu halten. Dafür gibt's Reinigungstränke. Doch was ihre Loyalität angeht, habe ich mich geirrt. Ich werde mehr direkte Kontrolle ausüben müssen. Warum sollen sie dir loyal sein? Also, du hast das Ergebnis, also du hast das Geheimnis der Unsterblichkeit entdeckt. Du teilst es mit ihnen. Frage, wann? In dem Moment, wo sie es wissen, warum gehen sie dann nicht weg, um selber der große Zambano zu sein? Wenn sie da bleiben und dir dienen, dann kennen sie zwar das Geheimnis der Unsterblichkeit, aber da du ja unsterblich bist, dienen sie dir bis ans Ende ihrer eigenen Tage oder bis in alle Ewigkeit. Das ist doch eigentlich von Anfang an eine schlechte Basis für ein loyales Angestelltenverhältnis. Das kann doch nicht funktionieren. Wie hängst du hier? Arsch in die Höhe. Also, denk mal drüber nach. Also, es ist im Ansatz zum Scheitern verurteilt, deine ganze Geschichte hier. Ich war dumm, sag ich doch. Ich mag unsterblich sein, ja, solange ich das Ritual durchführe. Doch mit jedem Mal breitet sich die Verderbnis schneller in mir aus. Mein menschlicher Körper stirbt schneller, als ich ihm neues Leben geben kann. Meine Diener können kaum noch Schritt halten. Du warst aus anderen Gründen dumm, aber dazu später mehr. Blutpilz, gebundener Bestienmeister. Ja, ich nehme den Loot nur teilweise. Seinen Bogen nehme ich allerdings schon. Auch den Blutpilz. Auch die blutige Bestie. Ja, komm, wir nehmen erstmal alles. Ein Leichnam, den können wir öffnen. Blutpilz. Und ich sehe eine reich verzierte Truhe. So. Bitte recht freundlich.
blutiges Fleisch. Und wieso dampft dein Thron? Interagieren kann ich übrigens hier mit diesem... Nein, ich kann hier mit dem Ding interagieren. Befreie mich! Was zum? Ich höre Stimmen! Diener, sammeln Blut, machen mich unsterblich. Töte sie, ich belohne dich. Oh, blutige Geschäfte, neue Queste. Das Bild eines Steinpavillons erscheint vor deinem geistigen Auge. Ein verfallener Tempel erscheint vor deinem geistigen Auge. Ach, das sind die Blutaltare rundherum, die habe ich da alle schon gecleared. Du siehst für den Bruchteil einer Sekunde das Bild einer Windmühle auf einer Klippe. Aber ich habe die doch alle schon... Oder muss ich da an den Altären jetzt was tun? Ja, wahrscheinlich muss ich am Altar was tun. Naja, haben wir was zu tun. Okay, prima. Was ist hier? Wenn du mich mit dem Inhalt der Truhe hinter deinem Thron belohnen willst, die ich gerade plündere, müssen wir über das Geschäft nochmal reden. Es ist eigentlich nichts Schönes. Okay, abwerfen. Stiefel und leichte Gazettenrüstung. Oh, aber die ist teuer. Ach, egal. Hier. Und da. So. Blutpilz. Mein Verdacht ist, wir müssen jetzt an den entsprechenden... Blutaltären irgendwas auslösen. Also einer war ja an der... War hier noch was? Nee. Einer war ja an der Festung. Das ist man ja noch ganz nah. Einer war tatsächlich in der Nähe von Harmatan. Das ist wahrscheinlich der... wo die Windmühle der Hinweis ist. Wie komme ich wieder raus? Hier. Ein weiterer war bei einem verfallenen Tempel. Puh, das kann ich gerade gar nicht einordnen. Aber wir können im Questbuch nochmal draufklicken. Erstmal will ich zu meinem Haufen vor der verfallenen Festung zurück, um dort ein bisschen Kram abzukippen. Wobei, wir müssen ja in die Nähe von Harmatan. Da ist ja einer dieser Altäre. Ja, insofern sollte ich tatsächlich was dahin schleppen. Aber erstmal den Absprung finden. Ich mutmaße ja, dass ich hier irgendwo diese Stufen runterklettern kann. Die ich von der anderen Seite aus nicht hochkam. Und das muss eigentlich hier sein. Oh, hier ist auch noch was. Muss ich hier was tun? War das der mit dem Käsekuchen? Ja, oder? Ja, war ja, hoffe ich. So, die grüne... Nee, kann nicht gewesen sein, weil hier war man noch gar nicht. Die grüne Laterne ist ja... Ich bin verdorben, ja, und ich bin sehr müde. Toll. Ja, das ist hier genau diese Einbahnstraße. Jetzt schaffen wir Merit mal schweißgebadet bis zum Haufen vor der Festung. Die ist ja schon davon. Ach komm, das ist nicht ein Ernst. Das ist nicht ein Ernst. Das war jetzt schon hier der dritte. Es kann sein, dass durch die Aktivierung der Queste an den Altären nochmal Gegner gespawnt sind. Och. Merit, wir müssen x-mal hier durch die Pampa laufen, um das alles nach Harmatan zu wuchten. Harmatan ist am anderen Ende der Karte. Ei.
Jetzt checken wir mal, ob hier bei dem Blutaltar, der hier hinter der Festung war, ob da jetzt irgendwas gemacht werden kann, was irgendwie zu der Festung dazugehört. Also zu dieser Blutmagierfestung. Aber erstmal wird hier abgeworfen. Das ist alles Zeug, was ich jetzt nicht dabei haben möchte. Das ist doch alles auch bekannt. Ja, das kann weg. Das sowieso. Dunkelsteine, Fleisch, Kürbis, das Zeug, Albtraumpilze 21, wow, Blutpilze 8. So, das reicht ja eigentlich schon. Du bist müde, nimm mal den. Und Ausdauer wiederherstellt. Nee, nimm eine Bandage. So. Und dann schau mal, ob du da was machen kannst. Hier ist kein neuer Gegner da. Obwohl ich was höre. Da klopft sich irgendeiner dieser Wächter mit irgendwem. Blutaltar leeren. Ist er schon leer? Ich bin gerade mal wieder sowas von überfragt. Wahrscheinlich ist die Kiste mir wieder zu einfach. Blutige Geschäfte. Tötet den Diener des Blutmagiers in der Festungskaserne. Ist das der, wo ihr gerade unten ich den Kampflärm höre? Oder wer ist der Diener des Blutmagiers? Wenn man das macht, ist es ja ausgegraut im Questbuch. Das heißt, es ist nicht ausgegraut. Ah ja, da unten ist Halligalli. Das wird es wohl sein. Der ist da unten gespawnt oder da unten hingerannt. Je nachdem. Merit, der ist vielleicht ein bisschen böser. Deswegen nimm eine Stulle. Nimm das da. Fleischtopf. Nein, Fleischtopf. Ne, doch, hast du gemacht, ja. Nimm Frost. Ausdauer. Und dann hauen wir dem auf die Mappe. Okay, komm. Oh, hier ist schon Ruhe. Okay, Frost kannst du gar nicht ab. Frost kannst du gar nicht ab. Richtig. So, bist du das jetzt gewesen? Oh, ich habe eine Blutung. Aber dafür habe ich die ja hier immer dabei. Nimm schnell. Diese blutigen Bestien, die beißen einen echt in die Arterien. Furchtbar. Ist das jetzt der von der Quest gewesen? Ja, genau, das ist der. Der erste ist weg. Der hat hier nochmal so einen komischen Krebs in so einen Kreis gestellt. Blutzauberer. Ach, du ahnst es nicht. Ich sammle hier erstmal alles ein. Bin eh gleich wieder überladen. Was ist denn das? Ach, du hast den Söldner der Wolfsbande hier gekillt. Ja, na, da kann ich's dafür. Rucksackübergewicht. Ja. Ich bin noch relativ beweglich, aber Merit ist auch müde. Es gibt jetzt einen Schweinsgalopp zurück nach Harmattan. Ich werde Merit ein bisschen auskurieren, ein bisschen schlafen und dann im Schweinsgalopp weiter rennen zum nächsten Tempel, den ich da irgendwo zu lokalisieren versuche. Und da geht's dann gleich weiter. Tempo!
So, Attacke. Das war doch bestimmt kein World Respawn, sondern was ganz Besonderes. Hier irgendwo in der Nähe ist ja dieser zweite Tempel. Der war in einem dieser Winkel hier verborgen. Und dass hier vorne so ein Donut rumflog, hat vielleicht schon was damit zu tun? Fragezeichen. Da war's, richtig. Hier muss irgendwo ein Griesgraben sein, ein neuer. Oder auch nicht. Nee, der ist auch hier wohl in der Nähe gespawnt und nicht direkt am Altar. Irgendwo muss hier so ein Typ sein. Oh, dann kann ich lange suchen. War der Donut etwa schon der Hinweis darauf, dass er da vorne irgendwo ist? Weil hier hinten... Nee. Ah, das ist doof, dass der nicht direkt am Altar ist. Die Flammen auf dem Schwert sind schon erloschen. Aber wenn ich davon ausgehe, dass ich diesen fliegenden Donut hier vorne bei meiner Erkundung dieser Ecke der Welt nicht übersehen habe, dann ist der respawned. Dann gehört der zu dem Diener dazu. Und dann ist der Diener vielleicht irgendwie hier so die Straße lang. Nee. Aber der Donut war es nicht, richtig? Der war es nicht. Nee. Töte den Diener. Wir haben noch 3 Diener zu killen, aber ich weiß nicht, wo die sind. Ist der hier oben über dem Tempel? Kann man hier sein? Der Tempel ist jetzt rechts von uns. Also, ich sag euch ehrlich, mir ist die Sucherei da jetzt nicht so recht. Das finde ich ein bisschen nervig. Wir haben alles gut erkundet. Merit erinnert sich daran, wo die Tempel sind, auch wenn ich es nicht tue als Spieler. Aber für mich sind ja auch in der Realität wahrscheinlich mehr Tage vergangen, als für Merit im Spiel. Weil ich immer nur einmal pro Woche spiele. Und darum erlaube ich mir mal jetzt kurz zu recherchieren, wo diese Diener sind und dann gehen wir da zielstrebig hin. Moment. Okay, ich bin im Bilde. Das hat mit den Bluttempeln hier nichts zu tun, tatsächlich. Das war jetzt nur so eine mehr oder weniger zufällige Koinzidenz, dass da in der Festung der Bluttempel tatsächlich in der Nähe dieses ersten Spawnpunkts war. Denn, und deswegen ist es gut, dass ich recherchiert habe, wir müssen da oben hin, das ist jetzt, naja, nicht mehr so wirklich in der Nähe von dem Tempel, der ja dort ist. Wir müssen dann dahin zum Bivarne Plaza und wir müssen an da hier, den Tempel des Windes. Da der Weg dahin jetzt langweilig ist, auch mit Tempo, überspringe ich den komplett. Und da ist die Windmühle und da sind die Stinker. Da hat die Quest recht gehabt. Wir werden Merit buffen. Habe ich rausgefunden, dass die Frost nicht mögen? War das so? Bin mir nicht ganz sicher. Wir versuchen das mal. Noch irgendeine Schweinerei hier? Hier. So. Komm her! Wir kommen!
war jetzt nicht so einfach wie gedacht. Rucksack. Die nutzen offensichtlich Tiere, um ihrem Meister Blut zuzuführen, weil im letzten Kreis lag so eine Krabbe, jetzt ist hier so ein Steinmantis. Also eigentlich ist das, was sie hier machen, jetzt gar nicht so schlimm. Sie weiden jetzt keine Humanoiden dafür aus. Aber wir werden derlei Magie als guter Paladin der Heiligen Mission natürlich trotzdem beenden. Und das war hier Nummer 2. Nummer 3 ist am Klüngeltempel, also nicht so weit entfernt, wir sind gerade da oben. Ich schaffe Merit mal da in die Nähe und dann geht's im Video gleich weiter. Und da sehe ich sie schon da hinten. Eine Blutbestie und zwei dieser Blutzauberer. Ja. Also, erstmal ein Marmeladenbrot. Dann ist die Ausdauer nicht mehr die allerbeste. Also einmal das da, Schluck Wasser. Ich hatte den Eindruck, dass das Frost gar nicht so verkehrt ist. Deswegen nehme ich das wieder. Disziplinsegen aus der Flasche. Frostzauber noch. Da wird es noch ein bisschen schlimmer. Und natürlich ein bisschen Heilung. Durch einen Fleischtopf. Und das Vieh ist ganz in meiner Nähe. Komm, schnell, schnell. Und wobei, der andere ist auch. Aber der zweite ist vielleicht weiter hinten. Dann kann ich die doch ein bisschen voneinander trennen. Ja. Wow. Wie kannst du... Hey! Hörst du mal bitte auf damit? Okay, Merit, lauf mal. Hat mich ein paar Mal zu oft getroffen. Okay. Du musst auch eher so meine Kragenweite hier. Das ist nicht wirklich von Erfolg gekrönt bisher. Die zwei machen mich kaputt. Aktuelle Analyse. Die Schlagfrequenz ist zu hoch. Die zwei... Aber jetzt sind sie getrennt. Ah, vergiss es. Das war nix. Der macht ständig Schaden, aber dann, wenn ich hier Konter mache, dann bleibt er natürlich einfach mal stehen. Oh, weißt du, der Typ hier nervt mich langsam. Aber vor allen Dingen nervt mich der hier oben. Boah. Die haben mir überhaupt nicht gefallen. Noch einer von denen und... Gute Nacht. Übel. Aber wir haben es ja geschafft. Zwar unter Aufbietung von einigen Ressourcen, aber genau dafür sind sie ja da. Gib dir mal eine Bandage. Und davon habe ich auch hier noch welche, genau. Nimm die und da oben habe ich jetzt genug, um die restlichen 8 da auch noch in die Hosentasche zu stecken. Ja, das passt. Sehr schön. Jetzt heilt das hoch. Doppel- und dreifach, das stimmt. Chakram. Zeug. Und du noch. Achso, das war die Bestie, ja. Und. Na gut, bei dir nehme ich nicht alles. Ihr habt hier. Also das Troglodyten für euren Meister. Naja, gut. So, es geht weiter. Warte mal, die Truhe, die ist leer, richtig? Natürlich. Und die letzte Versammlung von diesen Dienern ist hier irgendwo beim Duvernay Plaza. Also einmal hier quer rüber. Und den Weg dahin überspringe ich im Video auch komplett. Und da sehe ich sie. Da haben wir zwei Blutbestien. Und nur einen Humanoiden. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Ja, mal gucken.
Also, Marmeladenbrot. Wasser. Nimm durchaus mal. Ach komm, wir nehmen Giftschirmes jetzt mal. Und dafür noch einen Disziplinsegen. Und noch einen Ausdauer-Tee. Habe ich noch einen? Ja. So, jetzt wäre es toll, euch mal nicht alle komplett gleichzeitig an der Backe zu haben. Könnte mir gelingen. Ja, gelingt mir auch. Guck mal. Tierchen, ich habe jetzt aber auch nicht den ganzen Tag Zeit. Das war der erste. Jetzt sehe ich mal dich da. Das ist übrigens alles vergiftet. Nur mal so für dich. Ja, kein Problem. Und das Vieh hat gar nichts mitbekommen, dass sein Herrchen hier derartig zerlegt wurde. Hat nicht angegriffen, schade. Egal, das war einfach. Andere waren schwerer. Wo ist mein Rucksack? Hier. Also die Blutbestien selber, die haben jetzt nur das erwartbare Zeug hier dabei. Das ist relativ unspannend. Das werde ich wohl auch wieder, ja, wieder abwerfen. Ja, ich muss abwerfen, definitiv. So, Zucker ist interessant, aber alles andere, naja. Oh, hier haben sie tatsächlich Reisende oder Kazitten oder irgendwen hier geopfert. Also, den kommt es nur auf Blut an. Relativ egal, ob es Insektenblut ist oder sonst was für welches. Hauptsache Blut für den Meister. Und ich muss mich hier mal entleeren. Die Chakrams fliegen hier zur Seite. Die Bögen. Dann Tierhaut und Kürbisse und so ein Kram. Kriechbeeren, Stechblatt. Sahne behalte ich mal. Ja, das geht. So. Und jetzt geht's auf, zurück zum Blutmagier. Wir müssen jetzt alles haben, richtig? Moment. Check. Queste? Ja. Kehre zum alten Blutmagier und seinem Versteck zurück. Und den Weg dahin überspringe ich. Da sind wir. Bei solchen Questen, wo der böse Blutzauberer einen dazu auffordert, seine aus der Art geschlagenen und außer Kontrolle geratenen Diener außer Gefecht zu setzen, ist es ja dann meistens so, dass der böse Blutzauberer dann nochmal selber handgreiflich wird. Ist das hier genauso platt in dieser Queste oder haben wir hier mal einen anderen Ausgang? Schwer zu sagen. Ein Marmeladenbrot kann nicht schaden. Erstmal hier Ausdauer, dass wir wenigstens ein bisschen was drauf haben zur Not. Das da. Und ein Stück Wasser. Das Gesicht der verschrumpelten und verdrehten Leiche dieses alten Blutmagiers macht einen erleichterten Eindruck. Plötzlich erschauderst du am ganzen Leib, als sich verbotenes Wissen in deinem Geist ausbreitet. Bannfluch, Besessenheit und Verzauberung, Durst. Und damit ist die Queste zu. Das hast du zum beigebracht. Bannfluch, das ist wieder so ein Fingerzauber. Das kann ich, glaube ich, nicht nutzen. Aber das hier vielleicht.
Besessenheit gewährt den Besessenheitssegen, der deinen Fäulnisschaden und Fäulniswiderstand erhöht. Ah, das ist gut, weil das kann ich zaubern mit diesem Gesicht. Und dafür habe ich bisher nur den einen Trank gehabt. Ja, sehr schön. Hat sich gelohnt und der ist offenbar jetzt mausetot. Das Gesicht macht einen erleichterten Eindruck. Okay, also er ist verschieden. Schön, dass wir nicht nochmal gegen ihn kämpfen mussten. Das wäre jetzt wieder so eine platter Questhergang gewesen. Aber nicht mit Outward diesmal. So, ja, damit ist diese reichlich lange Episode auch zu Ende. Es gibt jetzt noch was zu tun. In der nächsten Episode würden wir uns mit den Turmalinen beschäftigen und dem Altar. Ich lasse ja mal alles liegen, das ist alles Quatsch, das mitzunehmen. Und auch mit Verzauberung, richtig. Damit wir das auch noch machen, bevor wir zum mutmaßlichen Endgegner gehen, hier in diesem DLC. Also, nächste Episode, Turmalin und Altar, sowie Verzauberung. Mal gucken, was wir da machen können. Ich bereite das mal vor. Ich gucke mal in Harmatan in der Hütte, in unserer Tour, ob wir da irgendwelche Verzauberungen gefunden haben, die ich überhaupt anwenden kann. Und ich werde auch nochmal recherchieren, ob es noch weitere Questen gibt, die wir machen können, / müssen. Damit wir hier draußen auf dem uralten Plateau alles gemacht haben, was so möglich ist, wenn wir halt hier nicht die Hauptqueste spielen hier von der Fraktion der Soroboreaner. Und in der übernächsten Episode gehen wir dann durch die Edelstein-Schlüsseltür. Und ich denke mal, dass wir dann auch nur noch diese eine übernächste Episode brauchen, um zu erleben, was auch immer da zu erleben ist. Genau. Und den Rückweg hier, den spare ich euch mal. Episode ist hier zu Ende. Ich verabschiede mich. Vielleicht, wenn ich sehr viel Bock habe, aber das ist kein Versprechen, werde ich nochmal schauen, ob hier irgendwo der soroboreanische Karawanenhändler aufzutreiben ist. Es gibt so 2-3 Spots, wo er sein kann, die ich mittlerweile kenne. Wenn er da an einem ist, dann werde ich vielleicht noch 1-2 Haufen, die hier irgendwo rumliegen von mir, nochmal zu ihm wuchten und noch ein bisschen Kasse machen. Aber vielleicht auch nicht. Die nächste Episode beginnt dann mit Merit wahrscheinlich am nächsten, also mindestens mal am nächsten Ingame-Tag in Harmatan. Oder nee, die nächste Episode beginnt gleich mit den Turmalinen im Gepäck an dem Altar da oben, denn den Weg dahin, den kennen wir ja auch schon, den muss ich euch im Video nicht zeigen. Also die nächste Episode beginnt dann hier oben irgendwo, wo halt auch immer dieser Altar war. Also bis dahin!